Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Wir haben ganz, ganz krasse Neuigkeiten. Deswegen mache ich jetzt einfach ein Video schnell mit der Handykamera, ohne Schnitt, ohne gar nichts. Auf jeden Fall gibt es Neuigkeiten in der Kryptowelt und die sind echt krass. Ich habe schon ein Video vorbereitet, das kommt nämlich sogar später, dass Cathie Woods den Bitcoin-Preis auf $500.000 schätzt und wie das zustande kommt, dass diese Prognosen da kommen. Aber jetzt gibt es was ganz Neues. Und ich saß gerade vorhin da, nach dem Training, habe so ein bisschen gearbeitet an meinem Handy, bei meinem Broker geguckt, so, ja, Preis bei 38.000. Ich so, okay, ein paar Fragen beantwortet und so, ein bisschen gearbeitet. Und 5 Minuten später, ich mache wieder auf. Ich so, was? Auf 43.000 hoch? Was ist da passiert? Hat Elon Musk wieder auf Twitter geschrieben, Hashtag Bitcoin? Nein, es ist noch krasser. Es ist noch krasser. Tesla hat 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert und sie wollen in Zukunft auch mehr kaufen und sie wollen sogar es als Zahlungsmittel annehmen. Und das ist jetzt nach Rockefeller in Krypto, nach Banken in Krypto, nach Mark Cuban, der sagt, Bitcoin sind praktisch genauso wertlos wie Bananen, der jetzt auch sagt, ey, ich kaufe auch Krypto, hat auch Ethereum gekauft. Nach so ziemlich allen da draußen, nach JP Morgan, die sagen, der Bitcoin-Preis wird auf 650.000 hochgehen. Es ist so krass. Also das Potenzial wird immer krasser. Und wenn wir uns mal vorstellen, wie ist der Market Cap von Bitcoin, also wie viel Geld steckt da drin? 600 Milliarden. Und man denkt so, okay, das ist aber ganz viel, krass, das kann ja gar nicht größer werden. Das geht ja gar nicht. Aber wenn man das mal vergleicht mit einer Firma wie Apple, ist das, glaube ich, nur die Hälfte vom Wert. Und jetzt stürmen die ganzen Leute wie der reichste Mensch der Welt mit Tesla rein, Hedgefondsmanager, alle stürmen jetzt rein. Michael Saylor mit MicroStrategy hat, ich glaube, 500 Millionen Firmenwert in Bitcoin investiert. Und das ganz krasse Ding an Bitcoin ist ja, es ist limitiert. Es sind 21 Millionen, bis maximal können die, glaube ich, 22 oder 23 noch kreieren. Aber dann ist Feierabend, ist Schluss. Umso mehr Leute mit ganz viel Geld reinkommen, umso höher wird der Preis gehen. Deswegen bei 40.000, wenn man da denkt, nein, das ist jetzt Ende der Fahnenstange. Nein, laut vieler Experten ist es gar nicht Ende der Fahnenstange und das ist so krass. Und alleine, dass PayPal reingegangen ist, die haben 350 Millionen Kunden. Die können nicht alle einen Bitcoin kaufen. Wir haben 40 Millionen Millionäre auf der Welt. Die können nicht alle einen Bitcoin kaufen. Nur die Hälfte aller Millionäre können nur einen Bitcoin besitzen. Und wenn jetzt Tesla reinkommt, wenn die ganzen Institutionen reinkommen, meine Freunde, es ist echt krass, was da passiert. Und das ist praktisch die Krypto-Blockchain-Technologie, das ist die nächste Generation. Ich sage es jetzt schon, viele wissen das nicht, aber dieses dezentralisierte Finanzsystem, das wird zu krass. Das ist ein so großer Markt, der abgedeckt wird mit Derivaten und so. Das ist praktisch eine Quadrillion. Und Bitcoin hat gerade mal die Hälfte von Amazon oder Apple, glaube ich, an Wert. Und jetzt stürmen alle rein. Meine Freunde, investiert nicht in Bitcoin, wenn ihr Angst habt, das Geld zu verlieren. Okay, guckt immer, wie viel, wenn ihr es macht, wie viel ihr da rein investiert. Okay, wundert euch nicht, wenn der Preis jetzt hochgeht und nächste Woche wieder runter und dann wieder hoch. Das ist normal bei Bitcoin. Entscheidend ist immer nur, habe ich langfristig Vertrauen in so ein Projekt? Wie viel von meinem Geld möchte ich da rein tun mit dem Potenzial, dass es sich für 10 oder 15 facht? Also es ist echt halt viel Potenzial drin, aber investiert nur das, was ihr für richtig haltet, was ihr auch bereit seid zu verlieren. Auf jeden Fall ist das Potenzial echt krass, deswegen dieses kurze Video und was soll man dazu noch sagen? Es ist wirklich krass. Später gibt es schon das nächste Video über Cathie Woods. Ich sag schon wieder Woods. Cathie Wood heißt sie natürlich. Guckt später rein. Das war jetzt erstmal ein kurzes Video. Bitcoin explodiert und wir sehen uns später. Bis dann, euer Coach Cecil.